Sein Publikum, Sie hören es, ist immer für Karel da. Vor 12 Jahren hat er seine erste Tournee durch Deutschland gemacht und seither hat seine Popularität nie nachgelassen. Er ist sozusagen auf der Durchreise hier nach Italien, denn in ein paar Tagen beginnt er dort die Dreharbeiten für seine neue Sendung fürs ZDF. Heißt Scusi, wo liegt Bel Canto? So eine Art musikalischer Reisebericht. Ganz ungewöhnliche Reiseführer sind Genghis Khan. Von Asien ging es nach Moskau, von Moskau zu Hagi Halef Oma nach Arabien. Dann war Rom die nächste Station und jetzt endlich eine Sehenswürdigkeit aus Deutschland, die sagenumwobene Lorelei. Fischer.